Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Ja, nachdem wir in der letzten Folge doch zum Ende hin noch Glück hatten und unsere erste Ziege hier gefangen haben, bin ich jetzt mal fleißig gewesen. Zum einen habe ich jetzt mal zwei Vogelscheuchen aufgestellt, damit das Ganze nicht so ewig dauert. Ich hoffe, wir bekommen bald irgendwo die fortgeschrittene, weil mit der habe ich eigentlich dann weniger Probleme gehabt. Dann habe ich die ganze Insel einmal, wie ich sehe gerade oben, habe ich einen Baum übersehen, aber das ist auch hier nicht ganz so dramatisch. Oberirdisch und unter Wasser alles abgetaucht und abgefarmt, was so ging. Leider gab es hier nur eine kleine Höhle mit zweimal Schmutz. Das heißt, die Erweiterung muss noch ein bisschen auf sich warten lassen. Dann habe ich 10 Müllwürfel hergestellt, weil das ist so das Minimum von dem, was ich jetzt gerne hätte. Nach dem Tod vor der letzten Folge hatte ich ja schon einmal die besten Köder. Also Rang 3 hatten wir auch schon erreicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt hatte. Diese Köder würde ich gerne einmal kaufen und dann haben wir keinen Kurkuma mehr. Kurkuma brauche ich für Lachssalat und mit Lachssalat kann ich länger tauchen. Aus dem Grunde bitte einmal Rang 3. Die 5 Köder. So, dann sind das 20 Stück. Und dann Kurkuma. Das wird nicht klappen, weil wir nicht genug Münzen haben, aber dann nehme ich wenigstens die 4 mit. So, dann habe ich auf dieser Insel mit dem Metalldetektor natürlich wieder offscreen Glück gehabt, aber ich blende euch das mal ganz kurz ein. Zum einen hier einmal einen Tresor, da waren 3 Titanerz drin. Dann noch einmal ein Koffer. Ja, da musste ich mich ein bisschen bemühen, dass man den mit dem, unter dem Blatt da sieht. Da war auch noch mal ein Titan jetzt drin. Das heißt, wir haben jetzt 6 Stück. So, und viel mehr ist jetzt hier auch nicht mehr zu reißen. Das heißt, wir machen uns da direkt vom Acker. Wir bleiben aber erstmal einfach straight in Windrichtung. Sammeln, sammeln, sammeln. Ich möchte ja das ganze Boot auch noch auf die, ja, auf die beste Holzvariante noch aufwerten. Das heißt, dafür brauchen wir auch noch einiges. So, dann packen wir die Sachen hier einmal zurück. Ja, die Köder verangel ich dann, ja, so wie ihr es kennt, zwischen den Folgen. Und der Kurkuma von den Lachssalat, der war jetzt... Der war jetzt ein bisschen wichtig, aber die Sachen hatte ich hier inzwischen reingesteckt. So, 4-mal Milch habe ich schon gemolken. Die stecken leider nicht. Hatte ich mich jetzt auch so nicht mehr dran erinnert, aber na gut. Dann würde ich sagen, wir sind hier... Das passt, wir stehen genau in Windrichtung, das heißt, einfach mal in den Anker lösen. Ist uns jetzt direkt schon was ins Netz gegangen, ist ja interessant. Ja, die Möwen halt hier an den Blumen. Das ist somit das Nervigste, was uns gerade ins Haus steht. Ja, dieser Händler, beziehungsweise auf der, ich nenne sie jetzt mal Wüsteninsel, nicht ständig mit dem Vogel zu tun hast, ist natürlich deutlich angenehmer. Ich glaube, er hat mich auch, während ich da oben am Farmen war, hat er mich auch wieder 2-3 Mal getroffen. Ja, die Sprinkler verrichten hier gute Dienste. Eier haben wir inzwischen mehr als genug. Da bin ich auch schon überlegen, dass die nicht so langsam mal ob in den Ei... in den Verwerter kommen, also da, wo wir unsere Müllwürfel mit basteln. Haben wir jetzt noch nicht. Aber beim Essen habe ich immer gerne 2 Stacks von allem. Ja, da fehlen... Ja, passt auch nicht ganz okay. Hier ist auch noch eine ganze Menge Platz drin. Honig haben wir inzwischen auch wieder eine ganze Menge. Diesen Silberalgen konnte ich ein bisschen was farmen. Dann habe ich natürlich auch so ansonsten wieder geangelt, gegrillt. Ja, Kontrollpunkt.
der stationäre Anker und die bessere Geschichte für Treibstoffherstellung. Wo ich eigentlich auch fast in der Reihenfolge wäre, weil es hier schon wieder los. Und nochmal die. Ja, wenn es jetzt schon wieder dunkel wird, dann kriege ich das Ding noch irgendwo her. So. Oh, hier ist nochmal eine Kiste. Sehr schön. Dann hauen wir uns erstmal hin. Jetzt habe ich beim Händler gar nicht geguckt wegen der Vogelscheuche. Ich glaube nämlich nicht, dass das ein Bauplan ist, den wir finden, sondern dass ich das, dass das ein Bauplan ist, den wir kaufen können. Na gut. Dann heißt es noch eine Kiste. Was ist denn jetzt los? Wie läuft das aber hier? Ja, Schrotttauchen, da habe ich auch wieder einiges an Erzen an Land ziehen dürfen. Ja, die Palmblätter habe ich natürlich jetzt überwiegend dafür verwendet, die Müllwürfel herzustellen. Ja, die Mistviecher. Aua. Kartoffeln sind wir auch schon wieder bei beim dritten Stack. Ich wollte gerade Dritten sagen. Das muss man nicht übertreiben. Ja, das hier läuft auch einwandfrei. Ja, und dann hatte ich auch hier gesagt, wenn der Treibstoff leer ist, dann baue ich den motorisierte Ladegerät ab. Habe ich hier gemacht. Das läuft jetzt alles über unser Windrad hier. Da bin ich auch noch am überlegen, aber ja, den hier mit Batterien einmal voll zu machen. Das heißt, drei Batterien bräuchten wir. Wir können ja mal einmal schauen. Ja, das sollen wir hinkriegen. 18 Kunststoff. Schrott. Und dann die Kupferbarren. 1, 2, 3. So, dann haben wir da nämlich ein bisschen Ersatz. Ja, nochmal ein Fass. Hervorragend. Geladen sind. Parken wir sie mal hier und wenn wir das zum Austauschen brauchen, dann ist griffbereit. Da war es nicht. Ich würde sagen, da wir hier noch eine Angel haben, machen wir das dann jetzt noch einmal gemeinsam. Das war nicht das Spannendste, aber das muss natürlich immer alles mega spannend sein. Das gehört ja ebenfalls zum Spiel. Ja, und beim Angeln stelle ich mich neuerdings eigentlich sehr gerne hier direkt an die Blumen. Damit Kollege Möbel mir hier nicht auf den Senkel geht. Ansonsten sehe ich gerade kein Land, von daher heißt es mal ein bisschen Handelsmünzen angeln. Regenbogenhummer. Okay. Mondfisch.
Ja, und in der Regel handhabe ich das so, ich knall die Pentaplis. Knall die 20 Köder durch und danach reiße ich die Angel mit normalen Ködern noch einmal durch. Dann ist auch wieder ordentlich Fisch am Start. Ja, ansonsten lediglich Schmutz jetzt gerade, weil du den ja wirklich nur auf Inseln in Höhlen findest. Da hapert es noch mit. Was sind es jetzt? Vier Reihen, glaube ich, noch. Also 4 mal 6 Wiesen, die ich noch herstellen möchte. Sitzen Keulen. Aber gut, solange sie da sitzt, geht sie mir nicht an die Vogelscheuche. Naja, jetzt wo ich hier stehe, macht sie das sowieso nicht, aber ein Haifresser, das ist ja die vierte Art. Oder gab es noch einen? Sechs verschiedene sind das. Haifresser, pinker Hecht, Expertenangel. Achso, witzig. Ne, 5 sind es. Das ist unser Köder. Sah ja ähnlich aus. Hätte man anhand der Stackzahl aber auch erkennen können. Dann gucken wir in Ruhe, was als nächstes auf uns zukommt. Wie gesagt, Utopia würde ich jetzt gerne noch ein bisschen rauszögern wollen. Wobei wir auch da nicht in 2, 3 Folgen durch sein werden. Ich hätte halt gern so das eine oder andere vorher, ne? Der ist aber jetzt neu. Rotfeuerfisch. Also doch 6. Interessant. Bist du Standard Mini-Insel, aber Metalldetektor könnte Glück haben. Das heißt, wir ankern auf jeden Fall. Versuchen auch ein bisschen näher ranzukommen. Wenn ich nicht so weit tauchen muss. Ja, wir sind wieder ohne Motorkraft unterwegs. Zwingend wirklich rangieren will, dann ist das auch nicht unbedingt notwendig. Sehr viel abzuholen gibt es da nicht, aber das ist doch jetzt nicht dein blöder, dummer Ernst hier, oder?
Na gut, jetzt sind wir schon 90 Grad zur Windrichtung. Könnte ich jetzt auch den Motor anstellen, aber ich würde mal behaupten. Das Stück kriegen wir auch getaucht. Schmeißen wir das erstmal hier rein. Reinschmeißen. Zack. Zack. So, Axt habe ich, aber Metalldetektor nicht. Kollegen brauchen wir. Rüber geht's. Oh, aber ein gutes Stückchen. Hi, Bruce. Was ist er denn? Ja, danke. Kommen wir hier rauf? Wir kommen hier rauf. Auf der anderen Seite. Rasen wir erstmal ab. Ja, Blumen lasse ich jetzt mal. Was wollen wir wetten, dass es jetzt während der Aufnahme wieder nur Schrott ist? Obwohl, ich glaube, einmal hatten wir ja gemeinsam einen Safe. Okay. Ja, es ist ein Koffer. Sehr schön. Mit einmal Titan jetzt. Sehr gut. Wollen wir mal nicht undankbar sein? Noch eine Wassermelone oder war es das? So, ich sage, Unterwasser schenke ich mir. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Ich glaube, wir müssen in die Richtung irgendwo. Da. Das ist der Kollege. Wird schon wieder dunkel, ne? Dann nehmen wir uns noch Eihappen mit. Fleisch. Eihappen müssen wir jetzt draus machen. Ob ich da gerade noch Eisen sehe. Das sollte so gleich mal was trinken. Wie gesagt, da ist er. Ist das dunkel? Tut mir leid jetzt, aber deswegen jetzt hier sehe ich ihn wieder nicht. Sorry. Ah, da. Gerade noch rechtzeitig. Den und die beiden Eisen, die nehmen wir noch mit. Das war natürlich ein bisschen spät, aber ich sage, da können wir seinen Kopf auch mitnehmen, weil die beiden Eisen werden wir wohl schnell Snack gesnackt kriegen. Hoffe ich. Wo waren sie? Drei sind's.
Ist das so ein Vierter oder ist das ein Stein? Das ist Kupfer, oder? Na gut, ab zum Boot. Essen, Licht machen, weiterfahren. Und dann weiter angeln. Alles klar. So, was hast du am Start? Hochragend. Lichten und das Schiff wieder in Windrichtung bringen. So soll das wohl. Möwen. Ja, die Netze sind Gold wert. Ist voll, alles klar. So. Wir hier auch hier schon wieder. Eine ganze Menge am Start. Gefällt mir. Eisen inzwischen auch schon wieder sehr, sehr viel. Mal wieder einschmelzen. So, dann selbstredend der Titanerz hier rein. Jetzt da reinkommen. Ist doch nicht zu fassen. Also wie viel von diesen blöden Vogelscheuchen ich hier noch brauchen soll, denn? Hat die da hinten dann schon wieder keine Arme? Nein. Lassen noch, dann sollten wir. Sollte es uns wieder gut gehen. Drei schmeißen wir hier drauf. Den Kollegen schmeißen wir hier rein. Da rein. Ist fertig, alles klar. Dann haben wir noch vier Köder. Okay, die restlichen lasse ich da jetzt mal drin. Jetzt haben wir die Angel zurück. Die nehme ich da aber raus, sonst weiß ich nachher nicht mehr, wo ich sie hingelegt habe. Die sind auch noch ausgerüstet, okay. Ballern wir die Angel hier noch einmal durch. Hi. Alles klar. Sehr witzig. Ja, dann lass uns eben einmal schnell den
den Anker rauswerfen, bevor hier irgendwas kaputt geht. So kann man natürlich auch eine Insel finden. Okay, das war's mit den Ködern. Das ist aber eine, ja, eine größere kleine, wenn wir es so formulieren wollen. Auch wieder was für den Metalldetektor natürlich. Ich würde sagen 5 oder 6 Mal noch, dann ist die Angel durch. Schaffen wir es ja vielleicht noch mit dem Metalldetektor in dieser Folge auch auf diese Insel. Da muss ich uns dann natürlich mit dem Motor wieder rausmanövrieren. Aber zum Glück können wir das, also sind jetzt nicht durch die Situation wieder zu einem Neustart gezwungen. Wie zu Beginn dieser Staffel. Wenn ich angel, ich kann gar nichts. Also ich werfe die Angel jetzt aus. Ich kann nicht escape. Ich kann nicht ins Tab. Und ich kann noch nicht mal das HUD ausblenden. Letzteres nervt mich jetzt natürlich, weil so ein Screenshot hätte ich auch gerne. Das kann ich machen. Und dann geht das HUD auch aus. Das ist interessant. Was hast du jetzt gemacht? Na ja gut, solange es funzt. Sieht zwar komisch aus, aber ich mach mal den. So, sieht nach vorletzten Auswurf aus. Ja, oh, sogar ein Lachs. Die sind selten. Die angel ich wirklich sehr selten. Alles klar, der Kollege ist durch. Ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss dieser Folge noch kurz den Metalldetektor geschnappt. Und dann versuchen wir unser Glück hier mal, aber ich würde sagen, da springen wir von vorne runter. Tarnbahn ist durch. Ja, muss noch nach draußen gehen, sonst klappt das nicht. Danke sehr. Ein Safe! Ne, ein Koffer. Okay. Aber immerhin ein Titanherz. Hervorragend. Das lassen wir noch so weit gefallen. Ich würde sagen, das Abgrasen hier mache ich zwischen den Folgen. So ist das natürlich vom Anlegen her eigentlich fast genial. Weil wir gar nicht ins Wasser müssen. So, dann schmeißen wir dich da rein. Wollen wir hier noch ein Erz rein? Aufgeräumt. Ja, das ist so ein nettes kleines Ergebnis für diese Folge. Dann würde ich sagen, dass wir auch zum Ende kommen. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Interesse. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.